Endlich ist unsere Lernplattform und die App online. Geht jetzt auf www.simpleclub.de und registriert euch kostenlos. Geil. Ihr erinnert euch an unseren Achterbahningenieur Jan? Im letzten Video ist er ganz schön ins Schwitzen gekommen, als es seine Techniker beim Bau seiner ersten Achterbahn voll verkackt haben. Da hat dann einfach mal ein Stück in der Achterbahn gefehlt. Doch Jan hat mit Hilfe der Trassierung das fehlende Stück berechnet. Warum die Fahrgäste jetzt aber immer noch nicht zufrieden sind und was Jan dagegen macht, erfahrt ihr in diesem Video. Fangen wir erstmal mit einer kurzen Wiederholung von dem letzten Video an. Wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch das auf jeden Fall an, sonst wird es in diesem Video ein bisschen tricky. In dem habt ihr Trassierungsaufgaben kennengelernt, in unserem Beispiel an einer Achterbahn. Das Problem bei der war, dass irgendwo ein Stück im Achterbahngleis fehlte. Dort musste dann gesucht werden. Die beiden gegebenen Gleisstücke habt ihr dabei schon mit Funktionen beschrieben. Das ist auch in den Aufgaben in der Schule schon vorgegeben. Was ihr dann suchen musstet, war eine dritte Funktion, die das fehlende Gleis in der Mitte beschreibt. Da haben wir gesagt, das kann man schlampig lösen mit einfach nur einem geraden Verbindungsstück. Also einer stinknormalen Geraden als Verbindungsfunktion. Die kann man aufstellen, indem man einfach die Randpunkte miteinander verbindet. Da ist die Verbindung dann zwar sprungfrei, das Ganze ist aber ziemlich holprig für die Fahrgäste. Ihr erinnert euch, nur sprungfrei bedeutet einfach, dass es keine Sprünge bzw. Lücken gibt. Und nur sprungfrei ist also schon mal kacke. Also haben wir danach geschaut, dass wir auch die Knicks an den Verbindungsstellen rausbekommen. Das Ding also knickfrei machen. Dafür muss die Steigung an den Verbindungspunkten gleich sein. Da konnten wir dann nicht mehr einfach eine Gerade nehmen, sondern brauchten eine Funktion höherer Ordnung. Klar, die muss dann schon ein bisschen krummer als eine Gerade sein. Bei knickfrei haben wir dann über die Ableitung auch nochmal Bedingungen aufgestellt. Ihr erinnert euch, wir hatten dann letztendlich vier Bedingungen für die gesuchte Funktion. Sie muss durch den Endpunkt des ersten Gleises gehen, außerdem durch den Startpunkt des zweiten. Dann muss sie im Startpunkt dieselbe Steigung wie die linke Funktion und im Endpunkt dieselbe Steigung wie die rechte Funktion haben. So, jetzt kommt die Mathe. Ja. Mathematisch haben wir diese Bedingungen dann so ausgedrückt. Die Werte vom letzten Video haben wir auch schon gleich mal eingesetzt. Soweit, so gut. Wo ist nun das Problem? Können wir nicht einfach mal alle glücklich sein und zufrieden? Nope. Zumindest nur so lange, bis ihr mal mit dieser Achterbahn gefahren seid. Nach der Fahrt seid ihr dann bestimmt alle nicht mehr ganz so glücklich. Grund, euch haut's ordentlich gegen die Wände des Achterbahnwagens. Aber warum? Das Problem ist das folgende. Die Knickstellen sind zwar jetzt weg, dennoch sind an diesen Stellen noch sogenannte Krümmungsrucke. Die Trassierung ist also knickfrei, aber noch nicht krümmungsruckfrei. Oft wird in Trassierungsaufgaben deswegen noch eine dritte Bedingung vorgegeben. Dass die Trassierung eben krümmungsruckfrei ist. What? Krümmungsruckfrei? Was soll das bitte sein? Achtung, wir machen mal den verzweifelten Versuch, das zu erklären. Ihr fahrt mit einem Freund mit nach Hause. Der Typ ist total durchgeknallt und rast wie ein Wilder. Jetzt im Moment fahrt ihr geradeaus. Dann auf einmal kommt eine Kurve und der Typ reißt das Lenkrad rum. Was passiert? Richtig, euch haut's zur Seite. Der abrupte Wechsel von gerade zu Kurve hat also den unangenehmen Nebeneffekt, dass es euch zur Seite haut. Bei dem Wechsel ändert sich die Krümmung abrupt, es findet also ein Krümmungsruck statt. Damit das nicht in eurer Achterbahn passiert, müsst ihr schauen, dass die Krümmungsruck frei ist. Wie macht ihr das? Merkt euch einfach, Krümmung hat was mit der zweiten Ableitung zu tun. Es müssen jetzt also auch die zweiten Ableitungen gleich sein an den Übergangsstellen. Mit anderen Worten, am linken Übergangspunkt muss gelten, die zweite Ableitung von F3 an der Stelle 1 ist gleich die zweite Ableitung von F1 an der Stelle 1. Und am rechten Übergangspunkt muss gelten, die zweite Ableitung von F3 an der Stelle 3 ist gleich die zweite Ableitung von F2 an der Stelle 3. Wie im letzten Video gilt, F1 2' von 1 und F2 2' von 3 könnt ihr einfach berechnen. Die Funktionen sind ja gegeben. Stehen in gelb oben links. Machen wir das mal schnell in der Nebenrechnung. F1' von x gibt dann einfach -2x. Das ist die erste Ableitung. Die zweite ist dann einfach nur -2. F2 abgeleitet ergibt 0. Also ist die zweite Ableitung auch 0. Die zweite Ableitung von F1 ist also überall -2 und die zweite Ableitung von F2 überall 0.
sprich auch an den Übergangsstellen. Und da die zweite Ableitung eurer gesuchten Funktion f3 von x an den Übergangsstellen jetzt genau gleich mit den zweiten Ableitungen von f1 von x bzw. f2 von x sein soll, ergeben sich diese beiden Bedingungen. f3 2' von 1 gleich minus 2 und f3 2' von 3 gleich 0. Drückt nochmal Pause oder spult zurück, wenn euch das hier zu schnell ging, und versucht die letzten Schritte nachzuvollziehen. Im Grunde macht ihr hier dasselbe wie auch bei den Bedingungen zur Sprung- und Knickfreiheit. Nur eben mit der zweiten Ableitung. So, diesmal fassen wir jetzt alle Bedingungen zusammen. Wir wollen ja eine Trassierung, die sprungfrei, knickfrei und krümmungsruckfrei ist. Insgesamt habt ihr dann 6 Bedingungen. Die anderen 4 haben wir wie gesagt schon im ersten Video bestimmt. Mit denen 6 Bedingungen könnt ihr jetzt eine Funktion 5. Ordnung bestimmen, die sprungfrei, knickfrei und krümmungsruckfrei verbindet. Das geht jetzt genau wie im letzten Video auch, nur eben mit einer Funktion 5. Ordnung anstelle von einer Funktion 3. Ordnung. Also keine Panik, wenn es zu schnell geht. Schaut euch einfach nochmal das erste Video zur Trassierung an und dann das hier und versucht dabei Schritt für Schritt nachzuvollziehen, was ihr machen müsst. Und zwar müsst ihr erstmal eine allgemeine Funktion 5. Ordnung aufstellen. Die heißt dann f3 von x gleich g mal x hoch 5 plus e mal x hoch 4 plus d mal x hoch 3 plus c mal x hoch 2 plus b mal x plus a. Den Buchstaben f haben wir rechts weggelassen, da die Funktion ja schon f bzw. f3 heißt. Diese allgemeine Funktion leitet ihr dann zweimal ab, um f3' von x und f3 2' von x zu bekommen. Wie immer gilt, Pause klicken, wenn es zu schnell geht. Jetzt könnt ihr eure Bedingungen einsetzen und bekommt ein lineares Gleichungssystem. Und das sieht jetzt erstmal richtig ekelhaft aus. Also so richtig, richtig. Könnt ihr mal wieder Pause klicken, alles nachvollziehen und gucken, ob wir irgendwo einen Tippfehler haben. Okay, alles verstanden? Dann weiter. Was macht ihr da dann? Richtig, ihr löst das LGS irgendwie. Am besten hackt ihr alles in den Taschenrechner rein und schaut, was rauskommt. Yeah, so muss das laufen. In diesem Fall kommt raus g gleich 1/8, e gleich minus 3/2, d gleich 27/4, c gleich minus 27/2, b gleich 81/8 und a gleich 1. Wenn ihr diese Werte jetzt in die allgemeine Funktion einsetzt, bekommt ihr die Funktion f3 von x gleich 1/8 mal x hoch 5 minus 3/2 mal x hoch 4 plus 27/4 mal x hoch 3 minus 27/2 mal x hoch 2 plus 81/8 mal x plus 1. Zack, bums, fertig und schon habt ihr eure Funktion f3 von x gefunden. War aber auch ein ganzes Stück harte Arbeit. Damit ihr uns auch glaubt, dass alles passt, plotten wir die gefundene Funktion jetzt einfach auch mal in unser Schaubild rein. Wie ihr seht, habt ihr und Jan gute Arbeit geleistet, die Achterbahn wird mit f3 von x sprungfrei, knickfrei und krümmungsruckfrei ergänzt. So, was müsst ihr euch bei der Trassierung merken? Trassierung ist eine bestimmte Form von einer Steckbriefaufgabe. Oft sollt ihr dann zwei gegebene Funktionen mit einer dritten Funktion verbinden. Diese müsst ihr dann suchen. Je nachdem, wie gut eure Übergänge sein müssen, stellt ihr dann 2, 4 oder sogar 6 Bedingungen auf. Müssen die Übergänge nur sprungfrei sein, reichen die 2 Bedingungen, dass die Funktion durch die 2 Übergangspunkte P1 und P2 geht. Müssen sie außerdem noch knickfrei sein, müssen auch die Steigungen in diesen Punkten gleich sein. Und sollen sie dann auch noch krümmungsruckfrei sein, müssen auch die zweiten Ableitungen in diesen Punkten identisch sein. Mit den Bedingungen könnt ihr dann die gesuchte Funktion mit Hilfe von einem LGS finden. Hier könnt ihr euch jetzt noch reinziehen, wie man Steckbriefaufgaben löst. Ansonsten seid ihr jetzt dran. Empfehlt uns fleißig weiter. Die nächste Klausur oder sogar schon das Abi stehen bald vor der Tür. Also wenn euch das Video geholfen hat, dann hilft es euren Kumpels bestimmt auch. In diesem Sinne, ich bin raus, haut rein, bis dann und ciao.